Listen. Weil ich im Herbst starten will. Und wenn ich 18 Monate in den Aufbau gehe, dann geht das ja nicht auf. Dann würde ich ja irgendwie im August für den Herbst starten. Und das ist, denke ich, etwas zu kurz. Ja, ich denke, ich werde dann im Januar schon sehr fett sein. Und deswegen wird auch die Diät dann etwas länger gehen. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Nettohypertrophie Podcast ist hier wieder am Start. Nils ist wieder am Start. In seinem kleinen Dachkabuff sitzt er da mit seinem kleinen neuen Ventilator und lässt sich ein frisches Windchen um die Nase wehen. Ja, denn wir haben endlich Sommer und sind alle happy. Oder Nils? Overall happy, ja. Ich bin aber mehr so der Typ für geringere Temperaturen. Du auch, oder? Ja, gering müsste man definieren. Also für mich ist das Optimum so 23 bis 25 Grad in diesen Breitengraden hier. Da fühle ich mich am allerwohlsten. Ich hätte auch gesagt, 20 Grad ist okay. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so schwer bin und dann vielleicht auch schon bei 20 Grad schwitze wie sonst was. Fett isoliert halt, ne? Wie viel wiegst du denn jetzt? 85, 95 Kilo. 90 Kilo. 90. Warte, ich guck mal nach. Das Gewicht heute Morgen war nicht so repräsentativ. Das war bei 89,1. Ich würde mal sagen, das von gestern ist repräsentativer mit 87,9. Ja. Aber das sind aktuell Zahlen, die ich nicht so ernst nehme, weil ich ja auch während des Trainings, als die Gyms noch zu waren, teilweise auf Erhalt gegessen habe mit 3000 Kalorien und sehr viel weniger Training. Jetzt bin ich auf 3,8 bis 4000. Und dass da das Gewicht erstmal nach oben schießt und vielleicht auch stark fluktuiert, ist, denke ich, nicht überraschend. Deswegen nehme ich das alles nicht so ernst. Aber ja, ich weiß nicht, 87, so 87,5. Mhm. Bei einer Größe von, weil dann wird immer wieder die Frage kommen. 1,43 Meter. Ein Meter. Du alte Maschine, du. 1,72 Meter. Ich bin 10 Zentimeter kleiner als du. Du bist 1,82, ja. Sofern ich das richtig verstanden habe. Ja. Das ist stattlich, oder? Ja. Das ist stattlich. 87 Kilo. Also ich denke mal. Was würdest du glauben, was du für ein Stage Weight? Da ich das allererste Mal starten werde und ich der Meinung bin, dass man dann auch pessimistisch rechnen sollte, würde ich erst einmal anpeilen 68 bis 70 als sehr pessimistische Rechnung. Wobei ich mit 70 schon wirklich sehr happy wäre. 72 Kilo wäre sehr krass. Mhm. Ich gehe mal von 68 bis 70 aus. Vielleicht jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, was so meine mittel- und langfristige Planung angeht. Aktuell bin ich sehr kurzfristig, was meine Zeiträume angeht, weil ich selber vom Allerschlimmsten ausgehe, und zwar, dass im Herbst die Gyms wieder schließen. Das ist das Worst Case. Das ist nur meine Meinung. Das müssen andere Leute nicht denken. So. Aber deswegen denke ich aktuell eher von Einheit zu Einheit und mache meinen Job, esse meine Kalorien, gehe in die Session, mache dort meinen Job. Und darüber reden wir ja auch gleich noch. Gehen wir mal davon aus, die Gyms bleiben offen. Dann werde ich mit Anfang des nächsten Jahres, also im Januar, in eine Diät gehen. Auch in eine längere Diät, wo ich dann anpeile, am Ende bei ungefähr 78 Kilo zu liegen. Dann wäre ich ja mit der pessimistischen Rechnung 10 Kilo entfernt von Stage Weight. Ich denke, das ist eine gute Range. Einerseits, weil ich nicht diese Diet-Fatigue haben werde, davon gehe ich mal aus. Und ich denke auch, dass 10 Kilo ein guter Richtwert ist, um mal zu schauen, was so Sache ist, um dann wahrscheinlich nochmal 12 Monate in den Aufbau zu gehen. Es müssen dann 12 Monate sein, weil ich im Herbst starten will. Und wenn ich 18 Monate in den Aufbau gehe, dann geht das ja nicht auf. Dann würde ich ja irgendwie im August für den Herbst starten
Und das ist, denke ich, etwas zu kurz. Ja, ich denke, ich werde dann im Januar schon sehr fett sein. Und deswegen wird auch die Diät dann etwas länger gehen. Also es würde mich nicht überraschen, wenn ich dann mit 93, 94 Kilo reingehen würde, mit einem sehr hohen Körperfettanteil. Ja, aber es ist, man könnte ja jetzt auch natürlich sagen, hey, jetzt in eine Diät gehen. Wir haben 8 Monate Lockdown hinter uns. Und wir reden ja gleich noch über mein Training und alles. Aber ich will jetzt Momentum aufbauen. Ich will jetzt Muskeln aufbauen. Und das kann ich nicht, wenn ich ein Defizit habe. Also klar, man wird noch seinen Fortschritt am Anfang machen, das möchte ich nicht leugnen, aber ja, ich bin auch absolut cool damit, dass ich mich gerade nicht so wohlfühle mit meiner Figur. Also mein Bauch ist auf der Ästheten-Skala sicherlich nicht eine 10 von 10. Noch nicht mal eine 3 von 10 oder so. Aber damit habe ich absolut gar kein Problem. Ja, du weißt ja, dass ich nur ein Defizit mache, wenn wirklich alle Parameter ja sagen und nicht, wenn ich sage, ja, ey, also mein Bauch ist jetzt nicht so toll und es ist Sommer, das ist für mich kein Argument. Also alle Hosenträger reißen erst. Aus meiner Athletensicht, ja, wenn ich das jetzt mit einem Klienten spreche, dann ist das nochmal was anderes, aber ich habe da eine sehr hohe Schmerztoleranz und ja. Ja, macht absolut Sinn. Also so wie ich dich halt auch kenne, macht das jetzt absolut Sinn, eigentlich für alle jetzt macht es absolut Sinn, diesen riesen Überhang an Anpassungen, der jetzt dabei rumkommt beim Gym, beim Re-Intro ins Gym, einfach auch mitzunehmen, so gut es geht. Es sei denn, es ist halt wirklich komplett außer Ufer ausgeufert. Das Überraschende, das ist jetzt vorweggenommen eigentlich, darüber wollte ich nach dem Trainingsaspekt reden. Ich hatte jetzt in den letzten 2 Wochen einen unfassbaren Hunger. Das hat mich unglaublich verunsichert, weil ich habe schon 4000 Kalorien gegessen und das ist jetzt, würde ich sagen, nicht wenig auf 1,72. Dazu ist mein Körperfettanteil sehr hoch. Das spricht jetzt eigentlich nicht dafür, dass ich einen riesen Hunger entwickle. Aber ich hatte teilweise abends meine 4000 Kalorien drin. Eine Stunde später, da hätte ich mir auch noch mal irgendwie eine Pizza bestellen können. Hätte ich auch noch gegessen. Das war crazy, was ich für Hunger hatte. Ja, ich glaube, daran sieht man halt, was das doch für einen Unterschied ausmacht, als ob man nur zu Hause in der Garage trainiert oder ob man halt wirklich ja, Maschinen und mechanische Last wirklich so detailliert und akzentuiert dahin transportiert, wo sie hin soll. Und was das dann natürlich auch mit dem System macht und mit dem Bedarf des Systems macht. Das ist schon Wahnsinn. Ich kann ja mal ins Training starten. Wenn du noch. Ja, trainier mal los, ja. Ja. Nein, leg mal los. Ich bin jetzt in Woche 3 von dem Meso nach dem Lockdown. Also ich hatte noch 2 Einheiten am Ende einer Woche, wo die Gyms wieder geöffnet haben. Die zähle ich nicht in den Meso rein. Das war mehr so wieder reinfinden, ein bisschen schauen. Und ja, es lief unfassbar gut. Also wirklich, jede Session war eine 10 von 10. Viel besser, als ich erwartet habe. Unfassbar gut. Ich hatte darüber ja auch schon kurz in einem Post geschrieben, dass ich jetzt nicht glaube, dass das an den Entscheidungen liegt, die ich innerhalb dieser 3 Wochen getroffen habe, sondern dass es daran liegt, dass ich sehr gute Entscheidungen im letzten Jahr getroffen habe im Programming. Und die wiederhole ich ja jetzt eigentlich nur. Ja. Und auch die Kraftlevel, das überrascht mich unglaublich. Also klar, ich habe letztes Jahr sehr gute Entscheidungen getroffen. Ich glaube auch, dass ich eine sehr gute Entwicklung genommen habe im Selbstcoaching. Aber die Kraftlevel sind jetzt bald wieder alle da, obwohl ich 8 Monate im Lockdown war und viele Übungen gar nicht gemacht habe. Und deswegen überrascht mich das schon etwas, wie gut es jetzt gerade läuft. Ja, weil ich mich auch noch daran erinnern konnte. Oder ich habe ja die Sheets von damals nach dem ersten Lockdown, wo das unglaublich zäh war, wieder ein Momentum zu entwickeln. Und wir haben da nur von 10 Wochen geredet. Jetzt waren 8 Monate. Und es kommt mir eher so vor, als wenn das beim ersten Mal so gewesen wäre, dass ich 8 Monate Lockdown hätte und jetzt 10 Wochen. Auch gemessen daran, dass ich auch psychisch sehr unter der Situation gelitten habe,
überrascht mich das doch sehr, wie gerade das Training läuft. Ich habe eher das Gefühl, jetzt mal die Kraftwerte ausgeklammert, dass ich gerade Monate eines guten Trainings hinter mir habe und das Ding halt einfach weiterläuft. Und das überrascht mich, aber ich trainiere einfach, ich mache meinen Job und ja, das ist im Moment ziemlich geil. Das ist der letzte Moment, in dem man irgendwas hinterfragen sollte oder überlegen sollte, warum ist, also klar, wenn man irgendwie rauskriegt, warum es so ist, und das hast du ja auch, glaube ich, ziemlich gut aufgrund von sinnigen Entscheidungen in der Vergangenheit, dann einfach die Zeit genießen, ne? Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Ja, leider. Das gehört nun mal dazu, sonst wären wir halt alle schon Ronny. Ja, ja gut, eine Kleinigkeit noch, da haben wir vorhin schon drüber geredet, der Rhythmus in meinen Quad-Übungen, der ist noch nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Also die Kraft kommt unglaublich schnell wieder in meinen Quad-Übungen und deswegen erhöhe ich das Gewicht auch etwas aggressiver und ich habe auch gar keine Probleme mit passiven Strukturen, aber der Rhythmus ist so ein bisschen raus in den Wiederholungen. Ja. Es ist noch nicht so, dass ich sage, jede Wiederholung sieht gleich aus. Mal habe ich eine Intraset-Pause von, sagen wir, 0,5 Sekunden, mal von einer Sekunde. Dann sind wieder drei Wiederholungen, wo ich, wie ich es möchte, keine Intraset-Pause habe und das auch super läuft. Und es ist nicht mein Anspruch, dass ich der ersten Wiederholung 0,5 Sekunden Pause habe, dann 1,2, dann sind drei super. Weißt du? Ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass ich diese Maschinen lange nicht gemacht habe. Deswegen verunsichert mich das auch nicht. Ich filme die Dinger halt, schaue sie mir an. Ich weiß, wie das Setup auszusehen hat. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist Zeit verstreichen lassen. So. Deswegen bin ich da sehr entspannt. Ja. Hatte ich dir ja gesagt, ich habe jetzt eine Dumbbell Bench drin. Und ich hatte dir ja über meine Ängste berichtet, dass ich die sehr schnell durchspiele, was die Gewichte angeht. Und meine Befürchtung ist leider wahr geworden. Ich glaube, ich bin am Ende dieses Zyklus schon bei den schwersten Kurzhanteln. Nur das ist echt uncool eigentlich, weil mir gefällt die Übung. Aber ich kann da ja auch keine Übung draus machen, wo ich in der Rep Range von 15 bis 20 trainiere. Also noch habe ich ein bisschen Puffer, aber der schmilzt halt. Und das ist ein bisschen doof. Ja. Ich muss mal schauen, was ich dann mache, ob ich wieder auf die Langhantel zurückgreife. Weil wir ja auch keine vernünftige Brustpresse haben. Ja. Ich schiebe das Problem mal in die Zukunft. Mal schauen, was dann passiert. Muss halt pausierte Raps machen zwischendurch. Ja. Mal schauen. Das Einzige, was mir halt einfällt, ne? Ja. Oder mal endlich da Druck ausüben. Oder ein anderes Gym aufsuchen. Nee, es ist kein Gym in der Umgebung, wo ich hingehen wollen würde. Da sind dann wieder andere Konflikte da, die ich hätte. Und wir reden ja jetzt gerade von einem Problem. Das könnte ich auch lösen, indem ich einfach Bankdrücken mache. Wäre das Problem ja gelöst. Also nur das, da würde ich dann wahrscheinlich in dem Rack Bankdrücken machen, wo ich die Höhe der Pins verändern kann und somit das Gewicht selber rausheben könnte. Das würde dann auch wieder Zeit in Anspruch nehmen und so, jetzt merkst du ja schon wieder, Zeit brauche ich, dann dieses, dann jenes, so, und jetzt bin ich in der Dumbbell Bench drin, aber das ist ja jetzt kein Problem, was mich vor unüberwindbare Probleme stellen würde. Es ist halt ein bisschen nervig, aber es wäre ja auch einfach meine eigene Schuld, weil ich gesagt habe, ich will in die Dumbbell Bench rein. Okay, wir haben nur Kurzhandel bis 45, damit, da pokere ich jetzt ein bisschen, dass ich schwach bin, das bin ich anscheinend nicht. Aber es ist dann mein Fehler und dann muss ich mich darum kümmern. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so den Gedanken, also ich will dich da jetzt nicht kritisieren, zu sagen, ich gehe dann in ein anderes Gym. So, das ist immer so der einfache Weg. Weißt du, was ich meine? Du hast irgendein Problem. Du könntest jetzt die Langhantel nehmen. Du könntest dich aber auch dann einfach in den Gedanken verlieren, du musst das Gym wechseln, weil diese Hauptdruckübung gerade nicht deinem Ideal entspricht. Obwohl alles andere gut ist. Nee. Das rührt eher so daraus, habe ich dir ja auch schon mal irgendwie eine Sprachnachricht, glaube ich, geschickt, ne? Dass so für mich, für meinen Eindruck, was ich so aus deiner Story sehe, wäre das Gym halt extrem unattraktiv so, von dem, was ich halt gesehen habe halt, ne? Bis auf eine Maschine, wo ich sage, so, ja, die ist, glaube ich, geil.
Und der Rest ist halt, die ist auch geil, die du meinst. Ne, die Triceps Overhead Stack Loaded Maschine wahrscheinlich da. Aber das ist ja nur mein Eindruck. Ich bin da ja noch nie durchgegangen und so weiter und so fort halt. Ne? Und ich bin, was so Gyms angeht, natürlich auch so ein bisschen verwöhnt. Ne? Mit Fit One bist du verwöhnt, auch mit FitX bist du verwöhnt. Und von daher ist das immer so mein erster Gedanke. Wo kann ich dann woanders hingehen, wo ich dann aber noch viele andere Vorteile habe, zum Beispiel halt, ne? Aber das ist natürlich hier in der Großstadt in Hamburg auch leicht gesagt. Und dann sagst du, okay, fahre ich halt 10 Minuten länger dahin. Und dann zieh ich mir einfach ein neues Gym, weil das kostet dann ja auch wieder nur 15 Euro oder so. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wo du sagst, ist eh als Selbstständiger ist das abzugsfähig. Das sind ja meine Gymkosten sozusagen. Ja, also von daher. Ja, ich habe das gleiche Problem jetzt. Hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt die Dumbbell RDLs. Ja, ja. Ja, und da hast ja auch gesagt, oh, nur bis zu den 60ern, ob sich das ausgeht. Und habe halt heute mein letztes Training gehabt. Und jetzt habe ich sie halt logistisch auch so angepasst, dass sie sich halt auch nicht im Weg sind, weil die doch schon sehr, sehr klobig sind. Ja, und jetzt komme ich halt doch schon wahrscheinlich locker über 10, 11, wenn ich richtig pushe, 12, 13 Wiederholungen. Und dann limitiert mich nicht der Beinbeuger, sondern dann einfach natürlich irgendwie die Traps oder ne, einfach die Zeit der Arbeit, die du da mit den Hanteln da irgendwie hängst. Ja, also haben wir beide falsch gepokert, sozusagen. Ne? Aber es ist also falsch gepokert nicht in dem Sinne, weil wenn ich die Übung, wenn ich mehr Gewicht hätte, würde mir diese Übung so viel mehr geben als ein Langhantel-ADL. Einfach von der, wie sich das Gewicht verteilt und wie die Muskulatur und die Hüfte, ja, ist einfach ein ganz anderes Ding für mich. Und da bräuchte ich halt auch nicht immer diese 140, 150 Kilo, die bei mir halt, die ich so brauche, um, ja, diese, wie nennt man das denn im Deutschen? Diese körperliche Alertness, wie nennt man das? Adrenalin aus, also dass dieser Adrenalinausstoß da ist, dass wenn du die Hantel raushebst, dass du merkst, okay, jetzt musst du Feuer geben, jetzt musst du halt wirklich auf Spannung stehen halt, ne? Und so alles unter 120, erst ab 140 kommt der Körper dahin, dass er sagt, okay, ich muss feuern. Und gleichzeitig ist bei 150 aber bei mir dann der Punkt, ja, wo passive Strukturen dann irgendwann, ne, wo es sich dann auch wieder nicht ausgeht. Weil ich halt einfach so ein schwaches Skelett habe, muss man ja so sagen. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Giraffe, weißt du? So dünne Knochen und so lange Knochen und ja, weiß ich nicht. Also ich muss das Gym wechseln. Ja, um da wieder zurückzukommen, ja, also ich bin mit meinem Programming extrem zufrieden. Es gibt halt wirklich nur eine Sache, die ich dann gerne hätte, das wäre eine vernünftige Brustpresse oder Kurzhanteln bis 60, 70 Kilo, wobei ich die 70er würde ich wahrscheinlich nicht drücken, 60 würden erstmal reichen. Ja, aber sonst bin ich zufrieden. Ein paar Übungen habe ich modifiziert. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die auch im Programming hast, du hast ja eine Rudermaschine von Hammer Strength, die du dann einarmig nutzt und dann stehst, damit du die Lateralflexion mitnehmen kannst. Und ich habe auch eine Rudermaschine, die an sich absolut scheiße ist, aber sehr gut ist, wenn ich mich da halt dran stelle und auch, das passt super mit meiner Körpergröße. Ich kann das Sitzpad super in meine Hüfte schieben, bin sehr stabil und ich kann die jetzt sehr lange trainieren und so bin ich eigentlich wirklich recht zufrieden mit meinem Programming, aber du hast recht. Also ich sag mal, ich nutze die Maschinen im Gym, die sehr, sehr gut sind. Aber 60% der Maschinen nutze ich halt gar nicht. Und da würde ich mich auch nicht guten Gewissens reinsetzen. Ich habe mich letztens mal aus Neugierde in einen Latzug von Technogym gesetzt. Und boah, also ja, da will ich jetzt mal gar nichts zu sagen. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Wieder Technogym-Bashing, ne? Immer wenn wir Technogym ansprechen, kriege ich aber auch immer so 2, 3 Nachrichten von Leuten, die in einem Gym trainieren. Es gibt von Techno Gym ja so eine Linie, die genauso aussieht wie die Hammer Strength Linie. Okay. Also sie sieht fast genauso aus.
Und die ist angeblich gar nicht so schlecht, obwohl ich die auch schon mal trainiert habe und die auch nicht gut fand. Also wir haben, kann jetzt vielleicht sogar mehr sein, wir haben 6 Geräte von Technogym und ich saß mal in allen drin und es ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Also ich hätte da wirklich Angst drin. Auch wie, also du kannst dich da drin nur verletzen. Auch, wir haben so eine Schulterpresse. Alter, wie du deinen Arm positionierst, das kannst du vielleicht machen, wenn du deine Rotatorenmanschette kaputt machen willst, aber nicht, wenn du halt trainieren willst. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Also, das ist halt doof, Mann. Es wird Leute geben, die jetzt da draußen sitzen und sagen, ey, für mich sind die alle cool. Sicherlich wird es die geben und für die sind die zufälligerweise halt, gibt es dann Überhang an Maschinen, mit denen sie cool sind, ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss ja, ich würde mal glauben, für den Großteil sind die halt nicht so optimal, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Aber das Krasse ist halt, die haben in dem Latzug einen Anschnaller. Das musst du dir mal vorstellen. Die machen alles verkehrt, aber die machen da einen Anschnaller rein, damit du da stabil drin sitzt. Ich weiß, welche du meinst. Das ist halt so, als wenn du zwei verschiedene Griffvarianten oben, ne? Ja, genau. Ja, die kenne ich. Das ist halt so, als wenn du ein Auto entwirfst, ohne Reifen, aber den Motor reinpackst, so. Macht halt wenig Sinn. So. Ja, die ist halt auch so, die kannst du halt fast, kannst du den ganzen Stack nehmen und das einzige Problem daran ist halt nur, dass du abhebst. Genau, deswegen haben sie so einen Randanschnaller daran gemacht, aber es geht halt, ja, Muskulatur ist halt nicht, der Rücken ist sicherlich nicht das, was du da limitierst dann am Ende. Ah, der Beinbeuger ist mega gut, den ich ausgesucht habe. Da bin ich wirklich sehr begeistert von, der sitzende Beinbeuger. Den ich das ja jetzt auch im Programming habe. GYM 80, ne? Oder was war das? Ja. Ja, und dann, was Ernährung angeht, wie gesagt, 3,8 bis 4.000. Aktuell eher Richtung 4.000. Aus Hungergründen. Meine Makronährstoffverteilung, die sage ich jetzt extra, weil du dabei bist. Mit 120 Gramm Fett. Ich hoffe, dir geht es jetzt gut, wenn ich das sage, weil das ist ja, ich weiß nicht. Bei mir aktuell genauso. 220 Gramm Eiweiß und der Rest halt Carbs. Damit fühle ich mich wohl, damit habe ich keinen Stress und ja, genau. Aber 4000 Kalorien sind 120 Gramm Fett ja jetzt auch nicht abstrus hoch. Also, ja, wie gesagt, aktuell läuft es halt einfach. Und auch, ja, was einfach bei der Ernährung ist, ich bin absolut stressfrei. Ich bin so entspannt, was das angeht. Und ich esse so viel wie noch nie. Und das ist einfach super. Also ich habe für das Frühstück, Mittagessen, Abendessen und halt noch nach dem Abendessen habe ich einen Nahrungspool oder sagen wir einen Mahlzeitenpool. Und der ist ja auch aufgrund meiner Trainingserfahrung jetzt sehr stark angewachsen. So dass ich wirklich super entspannt bin. Also ich habe auch nicht morgens so das Gefühl, oh fuck, jetzt muss ich aber 4000 reinhauen. Nee, habe ich nicht. Weil ich habe halt ich habe morgens etwas weniger, aber ich habe auf jeden Fall immer 1000 Kalorien zum Frühstück, roundabout, mittags auch 1000 und abends ist es dann auch sehr entspannt. Klar, ich esse aktuell fast jeden Abend ein halbes Eis. Aber das ist halt bei den Kalorien auch drin, weil ich mein Gemüse reinkriege, Mikronährstoffe etc. Ja. Was lernen wir daraus? Je länger wir diesen Sport machen, desto mehr profitieren wir halt von unseren Erfahrungen und den daraus resultierenden Gewohnheiten. Und ich gehe auch ultra wenige Schritte. Darüber hatten wir auch geredet. Ja. Also gebt keine 10.000 Schritte, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Ich glaube, ich bin gerade mal bei 5.000. Mir geht's gut und alles. Und wenn ich jetzt 10.000 Schritte gehen würde, sagen wir, ich müsste 400 Kalorien mehr essen, das würde doch meinen ganzen Alltag und meine Routine wieder durcheinander bringen. Dann hätte ich wieder einen Druck, dann hätte ich Stress. Und dann macht das absolut gar keinen Sinn. Auch manchmal, wenn Leute zu mir sagen, also, dass sie etwas neu in ihren Bodybuilding-Alltag implementieren wollen, machen sie sich eigentlich nur darüber Gedanken, was das für kurzfristige Effekte hat. Aber
man sollte sich immer darüber Gedanken machen, was hat das überhaupt für langfristige Auswirkungen? Also kann ich das wirklich als eine langfristige Routine in mein Leben implementieren? Ist es eine gute Idee, 10.000 Schritte zu gehen, wenn ich deswegen 400 Kalorien mehr essen muss, dann abends mehr essen muss, dann meine Verdauung vielleicht nicht mehr so geil ist, ich deswegen morgens einfach nicht so Bock auf Essen habe und dann kommt das ganze Spiel ins Rollen, das dich abfuckt. Und darüber machen sich, glaube ich, sehr wenige Leute Gedanken. Es sollte, wenn man Bodybuilding macht, muss man jeden Tag seinen Job machen. Und wenn man was in sein Leben implementiert, dann sollte das funktionieren, wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht, wenn man Stress hat, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, wenn man kaum Zeit hat, wenn man viel Zeit hat, und was es nicht noch alles gibt. Ja, und das sollte man in den Situationen überdenken. Ja, und, ja, also diese 10.000 Schritte, es sind ja auch so eine, wie soll ich das sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist das ja eigentlich nur etwas, was von diesen ganzen Fitness-Tracker-Firmen hochgepusht wurde. Ne? Also, dass das Optimum ist, dem ist nicht wirklich so. Also das wäre, glaube ich, nicht der Konsens, dass das Optimum ist, sondern es wird einfach immer so hingestellt, weil das auch so eine schöne Zahl ist halt. Ne? 10.000 hört sich halt richtig gut an. Du kannst genauso vital und gesund sein mit deinen 6.000 bis 8.000 Schritten. Ne? Weil diese 10.000 Schritte, dem wird ja gar nicht gerecht, was der Mensch sonst noch für Faktoren hat. Wie groß er ist, wie schwer er ist. Verstehst du? Also das ist völlig hanebüchen zu sagen, es sind 10.000 für jeden gesunden Menschen. Das ist völlig abstrus, weil das schon wieder den Menschen so auf so eine Zahl reduziert, als wenn er so nichtig wäre. Dabei ist es halt wieder so ein System aus 5 Milliarden einzelnen Zyklen, die sich da aufeinander synchronisieren, um es mal völlig zu übertreiben. Ne? Und dann ja, 10.000 Schritte. Also bin ich völlig bei dir. Und vielleicht, um es jetzt nochmal einen bösen Vergleich zu machen, es gibt bestimmt Leute, die abends, wenn sie ihre Sachen gemacht haben, die machen dann noch 40 Minuten Spaziergang, weil sie es müssen, weil sie sagen, muss ich machen. So, was mache ich abends, wenn ich meine Sachen gemacht habe? Ich lege meine Füße hoch, esse ein Eis und gucke eine Serie. Wer gewinnt wohl auf lange Frist? Derjenige, der sich immer abhetzt, weil er jetzt noch die 10.000 Schritte machen muss, oder der halt entspannt? Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Ja, aber du musst natürlich immer dazu sagen, es geht natürlich auch immer um das Szenario maximale Hypertrophie, ne, und Aufbau. Ja, klar. Wenn du jetzt ein Kaloriendefizit hast, dann sind natürlich Schritte unter Umständen ein sehr, sehr gutes Tool, ne, auch von der Zeitleistung. Aber immer unter der Prämisse, und wir wollen ja eigentlich alle oder sollten alle die meiste Zeit halt im Aufbau verbringen in unserer Trainingskarriere. Genau. Ist das sicherlich etwas, wo du dir auch noch, vor allen Dingen dieser Faktor Zeit. Es kostet ja enorm viel Zeit, habe ich jetzt gemerkt, jetzt in der Prep auch, es kostet enorm viel Zeit, einfach nur mal 3.000, 4.000 Schritte zu machen. So, weiß ich nicht, da brauche ich ewig für, gefühlt. Weiß ich, Obwohl ich so lange Beine habe. So, und dann merkst du halt, okay, wenn du halt noch jung bist und keine Verpflichtung und gar nichts hast, dann ist das cool, dann machst du das. Ne? Aber jetzt als Familienvater, dann, genau, für mich, ich tob dann lieber eine halbe Stunde mit der Kleinen, ja, und bewege mich dabei halt aber auch nur auf den Punkt, mache da keine Schritte oder, ne, einfach. Und das ist so viel mehr wert, als einfach, genau, um jetzt aus dem falschen Motiv, und das ist es ja bei den meisten, ich will mehr essen, ja, wenn ich mehr Essen bekomme, dann bin ich mehr gesättigt, ja, das ist etwas Gutes, ich kann mir ein Eis gönnen oder dies oder jenes, aber am Ende des Tages ist es doch gar nicht das, was ihr wollt. Also ihr wollt nicht das Essen, sondern ihr wollt die Anpassung, ihr wollt die Hypertrophie. Ja, und das ist nicht das Ziel, immer mehr essen zu müssen oder möglichst viel zu essen. Ja, also auch da wieder, wenn bestimmte Mikro- und Makronährstoffe reinkommen, alles drüber hinaus ist halt auch wieder mehr Arbeit für den Körper. So, ne? Mehr ist nicht immer mehr. Hatten wir auch vorher das Thema, dass es ja fast schon so, ja, ins Scheinwerferlicht gehoben wird oder dass es cool ist, wenn man viel Kalorien braucht. Und auch in der Diät noch auf vielen Kalorien diäten muss. Ja, das ist nicht cool, das ist per se nicht cool, sondern im Gesamtkontext, wenn du halt das Glück hast, ja, und sagst, du machst nur 6.000 Schritte, wiegst 80 Kilo und musst trotzdem 4.500 Kalorien in der Diät essen, damit du nicht an Gewicht verlierst oder willst das Gewicht halten. Im Aufbau das, meinst du? Ja, nee, also was im Erhalt oder irgendwas. Ach so, halt, ne? Ja. Dann ist das sicherlich cool, aber du hast dann natürlich auch auf dem gleichen Niveau
ne, wenn du dann irgendwann runterfährst und dann noch 3500 isst, du wirst irgendwann die hormonell diese gleichen Parameter erreichen, wo Hunger und Appetit einfach ansteigen und das Feeling gleich ist, ob du nun 2000 hast oder 3500. Verstehst du? Das wird sich nicht mehr unterscheiden. Das ist dann auch nicht mehr cool, nur weil es mehr ist. Aber es kostet mehr Geld, du musst mehr verdauen und. Und auch das hat ja seinen Preis. Also ich war ja nicht immer cool damit, 4000 Kalorien zu essen. Dann musst du auch, also das, ich sage jetzt, es ist total entspannt, 4000 Kalorien zu essen. Ich bin abends entspannt, wenn ich meine Kalorien eingetragen habe. Ja, das ist aber auch 7 Jahre oder 6 Jahre Arbeit gewesen, herauszufinden, welche Mahlzeiten kann ich wann essen, was schmeckt mir, was kann ich immer machen. Auch zu akzeptieren, hey, wenn ich mal keinen Bock habe zu kochen, muss ich mir einen 1000-Kalorien-Shake machen, der unfassbar ekelhaft schmeckt und den dann auch trinken. Also da steckt dann auch eine Menge Arbeit hinter, wenn du sagst, du isst entspannt im Peak-Aufbau. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also nicht, dass man jetzt denkt, ja, wenn du nur 5000 Schritte gehst, lebst du ein entspanntes Leben, wenn du so viel Kalorien reinhauen musst. Also ja, das ist immer Arbeit. Das ist immer Arbeit, aber man muss ja immer sehen, also für mich ist halt immer am Ende des Tages wichtig, dass Athleten, dass wie nennt man das denn? Ich bin immer so im Englischen, ist ganz furchtbar, auch so Prep Brain. Bottleneck, wie nennt man das im Deutschen? Ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Begriff aber gerade auch nicht ein. Also da wo es am Ende, der Faktor, wo es am Ende, wo man dann gucken muss, wo es noch passen sollte oder der als erstes dann zum limitierenden Faktor im Gesamtprozess kommt, sollte immer das Training sein. Ne? Also die Intensität, die Frequenz, das Volumen, also all diese typischen Faktoren, die sollten, ne, wenn du das zum Limit pusht oder versuchst, an das Limit zu kommen, dass du irgendwann merkst, okay, das ist das Limit, aber nicht die Faktoren drumherum. Ne? Also die sollten halt, da sollst du stressfrei sein, so wie du es ja auch gesagt hast. Das Essen ist für mich stressfrei. Wie ich mein Training geplant habe, ist stressfrei, die Einheiten, wie viele Einheiten und so weiter. Und wenn du dann in diesen Bottleneck hast, dass du da an diesen Punkt kommst und irgendwas funktioniert nicht mehr, dann passt du halt das Training halt an. Ne? Und nicht erstmal, okay, welche Supplements kann ich jetzt noch und so weiter und so fort halt. Ne? Das Training muss halt erstmal marschieren halt so. Da muss Momentum drin sein und dann kann man nochmal überlegen, ob dann doch Ashwagandha oder keine Ahnung, 5-HTP TPC, THC oder so da noch helfen, irgendwas zu optimieren. Super Wortspiel. Oh, herrlich. Ja, wollen wir Fragen raushauen? Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Ich habe wahrscheinlich schon so viel in der Prep-Series erzählt diese Woche. Hab ich. Die kommt ja jetzt davor, glaube ich. Die kommt ja am Samstag und die Episode jetzt am Montag. Wie viel wiegst du jetzt? Immer noch im Schnitt 80,7. Lowest weigh-in waren genau 80 jetzt zweimal. Also die 8 hält sich wacker. Ich bin noch nicht drunter gefallen unter die 80. Und du bist jetzt so bei 2,2 oder so, oder? Ich bin bei 2,2, aber wir haben letzte Woche, weil die Rate of Loss ein bisschen hinterher war, gesagt, wir pushen nochmal, auch wenn es die finale Trainingswoche ist, weil ich halt echt noch ja, von der Regeneration gut hinterherkomme. Auf 2,1 an Trainingstagen und auf 2 an Nicht-Trainingstagen. Also ein bisschen höheres Defizit. Vielleicht ist die Rate of Loss auch nicht on point, weil du dir mal wieder deine Seiten rasieren solltest. Siehst du, ne? Auf jeden Fall. Samstag gehe ich zum Friseur und ich garantiere dir Sonntag, boom, 79, 100 pro. Safe. Ne? Und dann weiß ich ganz genau, dann gehen wir wieder auf 2,2 hoch. So, das ist halt krass, so das kann ich halt echt nochmal sagen. Jetzt nach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Wochen in, sondern ich rechne jetzt endlich auch in Weeks out. Ich hänge schon psychologisch ziemlich an diesen 2200 Kalorien. Ne? Also da habe ich mich ziemlich drauf eingeschossen. Wenn mir jetzt, wo ich mal 100 weniger habe am Trainingstag, das wird ja eigentlich nicht ins Gewicht fallen halt. Ne? Das sind, keine Ahnung, wie viele Haferflocken sind das weniger? Wenige. 10, 20 Gramm oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht 25? Nicht mal. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall sollte es nicht ins Gewicht fallen. Aber ich merke das schon krass. Also nicht jetzt von der Energie oder von der Regeneration, aber so von dem,
dass mir doch schon irgendwie vom Essen sowas fehlt, ne, wenn ich es zubereite. Wäre es dann nicht eine Option, dass du halt schon natürlich das isst, was vorgegeben ist, aber etwas anderes in deine App eintrackst, dass du diese 25 Gramm, die du weniger hast, trotzdem eintrackst und dich so selbst verarscht? Klar, du weißt das schon, also ein Placebo-Effekt wird es nicht geben, aber wenn du jetzt sagst, dass du wirklich eine emotionale Abhängigkeit zu einer Zahl entwickelst, in einer Situation, wo das sicherlich sehr kontraproduktiv sein kann in der Prep, würde ich das einfach mal ausprobieren. So. Ja, so arg ist es halt noch nicht. Das nicht. Nee. Das ist halt überhaupt noch kein Problem. Ich habe es halt gemerkt, ne, dass so 2200 für mich so die Wohlfühlkalorien sind, wo ich auch nie gedacht hätte, dass ich so locker, so lange auf diesen Kalorien diäten kann. Was peilt ihr für ein Gewicht am Ende an? Wir sind auf 75 bis 76 Kilo, peilen wir erstmal an. Was halt auch sehr, sehr konservativ ist, weil das war mein Stage Weight 2015. Ist halt auch schon lange her, aber da war ich, wie ich immer sage, da war ich lange nicht Bodybuilding ready halt, ne? Oberkörper ja, aber die Beine waren halt noch zu auf jeden Fall. Also das waren bestimmt noch 2 oder 3 Kilo. Also 75 müsste eigentlich hinkommen, wenn man das wieder abzieht. So. Und das sind 5 Kilo noch. Das ist schon ein guter Batzen, der da noch weg muss, ne? Und auch wenn ich mir jetzt so Formvideos angucke, hängt auf der Rückseite da richtig viel noch. Der Beinbeuger ist noch komplett zu, auch der untere Rücken ist noch komplett speckig. Ja, aber also das ist ja so der typische Effekt. Ab so einem bestimmten Gewicht sind halt 200 Gramm weniger, machen im Look halt krass viel aus. So, und dann irgendwo bei 78 wird das krass sein, wenn ich da 200 Gramm weniger habe, dann sieht das, boah, auf einmal ist der Beinbeuger schon halb frei oder so, ne? Also das ist ein typischer Effekt. Aber ich bin jetzt genau in dieser Phase, wo, wie soll ich das sagen, es alles noch zu einfach ist. So der inversive Teil, der kommt jetzt. Ab unter 80 kommt der inversive Teil. So, das ist, bin ich mir ziemlich sicher. Hat man, fand ich, auch in deinem Training gesehen. Also der Gesichtsausdruck hat mir da nicht gesagt, hey, ich bin vital, sein Urgroßvater. Das war nicht so die Aura, die du versprüht hast. Gut, es ist jetzt die 5. Trainingswoche. Da ist man natürlich schon ein bisschen kaputt. Aber auch wenn das nicht so aussieht, Training macht enorm viel Spaß aktuell. Macht enorm viel Spaß. Es ist dieser Modus, dass du vorm Training so ein bisschen so leichte Angst hast. So, kann ich heute überhaupt, performe ich heute oder wird mir vielleicht so ein bisschen, wird es mir nicht so gut gehen? Kommt das jetzt so langsam? Da hat man so ein bisschen Angst vor, ne? Gerade so beim Beintraining. Heute zum Beispiel, wie gesagt, 60 Kilo Dumbbell RDLs ist jetzt nichts, was super heavy ist oder so, aber wo du schon so denkst, wo ich letzte Woche nach dem ersten Satz war mir, hatte ich so ein bisschen Schwindel. Und kennst du das, wenn du so, wie soll ich das sagen, du guckst so in den Raum und es blitzert so ein bisschen, weißt du, so ein leichtes, weiß ich nicht, wie man das nennt, als wenn überall so kleine Sterne aufleuchten. Das ist was Besonderes, ich habe das eigentlich immer. Ach so, okay. Ja, da machst du es. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ja. Du so kurz denkst, okay, oh, ich muss mich hinsetzen. So, scheiße, was ist denn jetzt los? So, der Magen rutscht dir in die Knie so und denkst, oh, Kreislauf so ein bisschen. Ne? Irgendwie ist nicht so geil, obwohl du, Kreislauf kann es nicht sein, ne? Auch kein Blutzucker. Hat sich dann im zweiten Satz aber auch gegeben halt so. Und dieses, heute war es zum Beispiel gar nicht. Heute war, für die letzte Woche konnte ich richtig all out gehen. Das mit dem Kreislauf muss ich tatsächlich nach jedem Satz an dieser V-Squat machen. Also, ja. Ja, also von daher. So eine Frage habe ich. Training, mag im Training natürlich jetzt nicht so schön aussehen vom Gesichtsausdruck, aber da ist noch Luft. Macht ihr jetzt einen Diet Break? Ja, Diet Break in dem Sinne muss man natürlich immer definieren. Wir haben nach dem ersten Meso. Ein Diet Break würde ich halt so definieren, dass du halt eine komplette Woche, das ist für mich ein Diet Break. Alles darunter ist für mich ein Refeed. Okay. In meiner Definition. Aber es ist halt auch nur so, ne, also Begriffsgestürze so. Wir haben letztes Mal 3 Tage Maintenance gemacht. Konnte ich mir aussuchen, ob am Anfang oder am Ende des Deloads. Wir machen halt eine Woche Deload. Und diesmal machen wir halt 4 Tage. Und so werden wir das im Optimalfall wahrscheinlich auch hochstecken. Dann im nächsten machen wir dann 5. Und je nachdem, wo wir stehen, vielleicht auch mehr. Ne?
Macht ihr, habt ihr in diesem, in dem kommenden mehr Kalorien als davor? Jetzt vom Refeed meinst du? Hm. Das weiß ich noch nicht. Okay. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich, ja, vielleicht marginal weniger, ne? Und ich fand es auch sehr amüsant. Ich glaube nicht, dass du das in dem Podcast gesagt hast, sondern bei Instagram. Das, oder hast du das letzte Mal gesagt? Und da wusste ich schon, dass wir garantiert nicht eintreffen, dass du gesagt hast, dass du einen Teil deines Trainings doch zu Hause machen wirst. Ja. Es war genau wie letztes Mal, nach dem ersten Lockdown. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Aber ich musste dann am Wochenende auch abbrechen. Und, also gar nicht abbrechen, sondern die Entscheidung war dann, ich muss jetzt ins Gym fahren, kurz. Kurz. Also wirklich Gas geben, weil es war für mich mental nicht möglich, hier oben zu trainieren. Ist einfach nicht drin gewesen. Ich habe dann in der ersten Woche, glaube ich, noch eine Push-Einheit hier gemacht. Das war aber auch logistisch zeitlich nicht anders möglich an dem Tag. Ich weiß gar nicht, was da war. Was mit der Impfung von Julia oder ich weiß es nicht. Nee, ich kann hier nicht mehr trainieren. Ich muss jetzt, und das ist vielleicht auch dieses Worst-Case-Szenario, von dem du redest, ich muss meine Gym-Speicher maximal füllen. Wenn es anders Meinst kommt, dann ja, also jeder Tag, den ich hier noch verbringe, der könnte zu Was viel meinst du sein. mit Worst-Case-Szenario? Ja, dass doch irgendwann wir keinen Zugang mehr Ach so. kurzzeitig zu den Gyms haben oder Ach so. irgendwas halt, ne? Was Ja. sowieso das Schlimmste wäre, was passieren kann, weil dann auch die Wettkämpfe sicherlich nicht stattfinden. Was halt echt. Ja, also es ist, wie gesagt, es ist halt nur meine Meinung. So. Weil ich will ja jetzt, wenn ich jetzt sage, über den Herbst und so passiert gar nichts. Dann plane ich das ja jetzt schon mit ein. Also das kann ich ja gar nicht machen. Weißt du, was ich meine? Nee, natürlich nicht. Ich muss es aber so machen. Ja, ich weiß, unsere Weißt du, Situationen sind vollkommen verschieden. ich muss es halt so machen. Und das ist jetzt halt auch so eine Sache. Es hat sich halt zum Glück gerade wieder ein Wettkampf aufgetan. In Österreich halt, die ANBF macht halt 2 Wochen vor der GNBF, passenderweise, haben die natürlich strategisch gemacht, die Meisterschaft, die internationale. Das ist natürlich schon sehr, 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 sehr attraktiv für mich halt, ne, als Warm-up-Wettkampf, obwohl als Warm-up mal kurz nach Österreich jetten. Aber es ist halt schon in der Nähe, sagen wir es mal so. Das wäre schon, ist schon sehr, sehr attraktiv. Aber ich sage noch nicht, dass ich es mache, weil es logistisch muss es natürlich erstmal familiär klappen und so weiter und so fort. Obwohl man da schon so ein bisschen hinterher ist, weil ich schon Angst habe, dass, wenn ich mich dann erst nächste oder übernächste Woche entscheide, dass dann keine Startplätze mehr da sind. Obwohl ich glaube, dass die Angst ein bisschen übertrieben ist. Also so viele Athleten sind es ja doch nicht, die mal eben so sagen, ich starte jetzt so, ne? Also, ja. Es hat sich natürlich auch ein Stau gebildet aufgrund des Genau. letzten Jahres. Genau. Und es wird halt, je nachdem, wie die Reglements sind, auch weniger Startplätze vergeben. Also ist auf jeden Fall jetzt ja Anfang Juli jetzt so bei der GmbF. Und das werde ich sowieso sehr, sehr genau beobachten. Ja, den Wettkampf, da bin ich super gespannt drauf, wie das ablaufen wird. Ja, und allgemein auch sehr, sehr, also ich folge jetzt natürlich irgendwie allen Athleten, die jetzt gerade starten, so, und das ist einfach eine sehr, sehr interessante Zeit. Ja, aber lass mal ein paar Fragen raushauen. Jo, Können wir jo, jo, nachher noch jo. drüber schnacken. Ich habe auch langsam Hunger. Ich dachte, Eigentlich du esse hast ich auch. vorher gegessen. Nee, ich habe mich doch Oder dagegen nicht? entschieden. Das wäre irgendwie zu nah am Frühstück gewesen und dann esse ich lieber ein bisschen später. Hast du schon gegessen? Ich habe Also natürlich, Mittag gegessen? Schon 3 Mahlzeiten drin. Echt? Es ist 13 Uhr und ich habe schon 3 Mahlzeiten drin. Perfekte Nee, stimmt Diät. gar. Quatsch. Was lügt der denn? Quatsch. Ich habe heute mein normales Frühstück, was ja mein Omelett ist und Obst, geswitcht gegen mein Pre-Workout, weil ich heute Morgen schon trainieren war. Was normalerweise am Mittwoch immer erst gegen Mittag stattfindet. Und da hast du jetzt Mittag gegessen schon? Also. Ja, Post-Workout-Mahlzeit halt, ne? Ja, genau. Was war Ja, das? also 2 Mahlzeiten. Haferflocken mit Whey und Himbeeren. Okay. Ich Und esse gleich vorher gibt es was. halt auch Haferflocken mit Blaubeeren. Ich glaube, ich esse gleich nochmal Rösti die Ecken. Aber ich Geil. denke, dass ich etwas Remoulade drauf machen werde, weil ich habe die gestern ohne Remoulade gegessen, weil ich sonst über meine Kalorien gewesen wäre. Aber das ist für mich kein guter Deal, Ale.
Nils, weißt du, was mir dazu nur einfällt? Ja. Hardcore, du bist echt hardcore. Dass du das weggelassen hast. Ja, dass ich die Remoulade nicht gegessen hast. Ich esse schon 4000 Kalorien mit 120 Gramm Fett und sage dann, 30 Gramm Remoulade möchte ich nicht. Das ist halt irgendwie richtig heuchlerisch eigentlich. Sacrifice to win. Okay. Entschuldigung. Probleme mit der Maintenance Phase. Erhaltungskalorien bekannt. 2250 bis 2300. Vollständige Sättigung tritt aber erst bei mehr Kalorien ein. Wie verhalten? Möchte gern über den Sommer aktuelle Form halten. Eventuell Kaloriencycling, um zumindest an einigen Tagen die angenehme Sättigung zu haben. Vorgeschichte. Von 1.1. bis Mitte Mai Diät. 6 Kilogramm runter. Körperfettanteil so niedrig wie nie. Jetzt 3 Wochen der Versuch auf Erhalt, aber keinmal Kalorienziel eingehalten. Form verschlechtert sich schon deutlich. Das ist ein unglaublich schlechter Plan, den du dir da zurechtgelegt hast, mein Lieber. Du machst nämlich die Jahreszeit oder du machst deinen Fortschritt von einer Jahreszeit abhängig und es ist jetzt sehr hart, was ich sage, aber wenn du jetzt mit deiner guten Form ins Freibad gehst, dort interessiert sich niemand für dich. Wenn die aus dem Freibad rausgehen und abends essen, dann haben die dich vergessen. Die interessieren sich nicht für dich. Und du hast schon durch deine Diät einen hohen Grad an Ermüdung mit eingesammelt. Das heißt, psychische Ermüdung und physische Ermüdung. Und dass du jetzt auf Erhalt isst, ist eine unfassbar schlechte Idee, denn das wirst du kompensieren und tada, das hast du schon gemacht, weil du dein Kalorienziel nicht eingehalten hast. Deswegen würde ich dir an deiner Stelle raten, deine Kalorien zu erhöhen und nicht auf Maintenance zu trainieren, nämlich jetzt mit dem Anspruch ins Gym zu gehen, Muskulatur aufzubauen. Und dann wird dein Look wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht sein, denn erstens ist dein KFA so niedrig wie noch nie, so wie du sagst. Und ich denke mal, dass du dann nicht schlecht aussiehst. Und wenn du progressiv trainierst, wirst du auch nicht direkt so aussehen wie ich gerade. Und was noch hinzukommt ist, ich hatte ja gesagt, deine physischen und psychischen Kapazitäten sind sehr niedrig nach dieser Diät jetzt. Und hinzu kommt jetzt noch dein KFA, der das Ganze noch anfeuert. Weswegen ich den Plan, den du hier gerade aufzeichnest, für äußerst gefährlich halte. Ja, also hast du es eigentlich, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst. Du bist einfach wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich aus deiner Body-Fat-Settling-Range rausgerutscht oder nicht in einem Bereich, den du halt halten kannst. Den würdest du gerne halten, ist aber sozusagen nicht für dich vorgesehen und das musst du halt akzeptieren. Da musst du jetzt Akzeptanz walten lassen und genau das, was Nils gesagt hat, dich wenigstens wieder in den Bereich begeben, wo du diese Range hast, wo du das halten kannst und wo auch dein Verhalten sich dementsprechend so anpasst, dass du es halten kannst. Alles andere, auch wenn du es willst, wird sich nicht ausgehen, weil dein Körper ist einfach, da gibt es halt diesen Adaptionswiderstand gegen und das wird er nicht zulassen. Und du hast ja auch schon gespürt, dass er es nicht tun wird. Und da wieder ganz klar die Frage, und das ist ja immer etwas, was so im Coaching halt immer an erster Stelle steht, was ist dein Motiv? Ja, warum hast du die Diät gemacht? Warum gehst du trainieren? Was ist auf lange Sicht deine Vision? Warum bewegst du Eisen? Und setz dich mal hin und find das heraus. Weil das ist jetzt deine essentielle Frage, die du jetzt für dich rausarbeiten musst, damit du in dem, was du jetzt in die Handlung umsetzt und vielleicht mit unserem, was wir jetzt hier kommentieren, vielleicht damit machst, dich ja aufs nächste Level bringen wird. Ne? Also weil ich bin mir 100%ig sicher, egal wie du das Motiv jetzt definieren würdest, ein deutliches Mehr an Hypertrophie und mehr Muskulatur ist sicherlich dein primäres Ziel. Bin ich mir 100% sicher, sonst würdest du den Podcast gar nicht hören. Ja, und mach dir das bewusst, mach es dir wirklich bewusst. Und Nils hat dir genau die Anleitung eben gegeben, was du machen kannst, um sinnigerweise trotzdem voranzukommen und trotzdem gut auszusehen. Ja, weil auch das fand ich sehr, sehr gut von Nils. Nobody cares. Nobody cares. Echt. Und lass es dir gesagt sein, ich fühl das total, weil ich war genau da, wo du warst. Ich war da sowas von.
aber sowas von. Ich dachte halt, ey, wenn ich ins Schwimmbad gehe und nicht aussehe wie ein Gymshark-Athlet, dann darf ich da nicht auftauchen, weil dann, ne, dann lachen nicht alle aus. So, und es ist halt, ja, juckt halt niemand. Vielleicht noch zwei Dinge. Erstens, es ändert sich auch, also du willst jetzt auch gerade den einfachen Weg gehen, weil er hat geschrieben, Calorie Cycling. Ja, das ist natürlich einfach, wenn du jetzt Calorie Cycling machst. Es ist wesentlich schwieriger. Es schiebt nur das Problem auf Zeit, in Zeitfenstern halt. Ne? Es ändert nichts an der Ursache und an dem Problem an sich. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Und ja, noch mehr Zeitverschwendung. Und es hat ja jetzt eher einen Grund, den vielleicht auch dein Ego antreibt, zu sagen, wenn ich ins Freibad gehe, will ich geil aussehen. Und das halte ich für kontraproduktiv. Aber du wirst eh diese Probleme nie mehr haben, wenn du mal einen langen Zeitraum im Kalorienüberschuss bist und wirklich produktive Arbeit leistest, über Jahre hinweg. Weil dann wirst du eh besser sein als 99% der Leute, die ins Gym gehen. So. Ohne, dass du deinem Ego nachgegeben hast. Nur es dauert halt etwas länger, aber der Effekt, und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ist wesentlich nachhaltiger. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Das ist halt genau, du musst halt, das ist halt das, glaube ich, das ist etwas, was, ja, weiß ich nicht, 99%, doch wahrscheinlich 99% der Leute, die ins Gym gehen, genau ist es das, was sie zurückhält, dass sie keine klare Entscheidung für einen Kalorienüberschuss oder für ein Kaloriendefizit oder für einen, ja, für einen langfristigen Plan hegen. Weil wenn sie das tun würden und ich sag mal, du brauchst sicherlich ein halbes Jahr bis ein Jahr, in dem du in eine Richtung gehst, ja, vielleicht mal kurz stehen bleibst, anpasst und so weiter. Und wenn du dann die Ergebnisse bekommst, wenn dann die Möhre auf einmal da ist und du siehst sie, dann ist das halt genauso ein Dopaminausstoß, ja, also so ein richtig, wo du sagst, oh Wahnsinn, alles klar, jetzt hat es Klick gemacht. Und das sind genau die Athleten und die Menschen, die du siehst bei Instagram, wo du sagst, boah, wie haben die das gemacht? Warum sehen die jetzt so, warum haben die so einen Fortschritt gemacht? Warum Jahr für Jahr und Stück für Stück und nach 5 Jahren sehen sie halt wirklich anders aus, weil sie ihr Motiv kennen und weil sie danach handeln. Und das ist, da alles, was wir jetzt gesagt haben, ist super leicht gesagt. Umgesetzt ist es sauschwer. Also das ist im Coaching eigentlich täglich unsere Arbeit, das immer im Zaum zu halten und in diese Richtung zu gehen und dann ja, ohne dass man wirklich umdreht und es ist sauschwer. Also ich fühle da mit jedem, der jetzt sagt, ja, Arne, ist leicht gesagt, es ist das Schwerste in diesem Sport. Aber wer da hinkommt, der wird halt ja maximal belohnt. Ja. Yes, auf jeden Fall. Gehen wir rein in die nächste Frage. Warum bevorzugen viele ein Top- und Down-Set statt 2 bis 3 konstante Sets? Wo liegt Hypertrophie-Vorteil? Ich würde dann Straight-Sets ins Training implementieren, wenn du die Leistung, die du im ersten Satz bringst, auch im zweiten Satz bringen kannst. Das heißt, wenn du am Ende Bizeps-Curls machst und 4 Sätze hast und du kannst das Gewicht, welches du bewegst, über 4 Sätze performen, dann ist ein Straight-Set absolut in Ordnung. Dann bringt auch ein Top- und Down-Set nicht mehr. Er kann den gleichen Ertrag bieten, aber er bringt nicht mehr. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Quad-Übung hast mit einer enorm hohen Axiallast, und du performst den ersten Satz und du kannst dieses Gewicht im zweiten Satz nicht mehr mit der gleichen Qualität bewegen, dann ist der Downset wahrscheinlich das beste Mittel der Wahl. Und so implementierst du das. Es hat keinen direkten Effekt auf Hypertrophie. Es ist wahrscheinlich nur eine Guideline, um dann im darauffolgenden Satz
bei gleicher relativer Intensität die gleiche Qualität an Bewegungen leisten zu können. Deswegen macht ihr einfach, also wenn in der Übung die relative Intensität stimmt, dann frag dich, kann ich das auch im zweiten Satz aufbringen, kontrolliere es per Video und wenn die Qualität der Bewegung extrem abnimmt, dann implementieren Downset. Oder was ich auch bei mir selber nutze und auch bei einigen Athleten, wenn du zum Beispiel eine unilaterale Rückenübung machst mit der Intention, deinen Lat zu trainieren, dann wirst du wahrscheinlich eine Lateralflexion einbauen und das ist meiner Meinung nach schon eine komplexe Bewegung, in diese Lateralflexion reinzukommen bei einer hohen relativen Intensität. Und auch das fällt mir im darauffolgenden Satz schwierig und dann kann es auch sinnig sein, einen Downset zu machen, um diese Komplexität an Bewegungen zu gewährleisten bei einer hohen relativen Intensität. Und der psychische Druck spielt dabei sicherlich auch eine Rolle, wenn du eine sehr schwere Übung ausführst, dass du das einfach psychisch nicht hinbekommst, im zweiten Satz wieder abzuspulen. Und um da noch mal etwas hinzuzufügen, es kann psychologisch ein Vorteil sein, dass du halt diesen einen Satz hast, wo du jetzt performen musst. Das kann ein Unterschied sein, als wenn du vier Sätze hast, wo du dann sagst, ja, ey, der erste Satz, da muss ich jetzt eigentlich nicht so krass arbeiten, weil ich habe ja noch drei Sätze, da kann ich ja vielleicht nochmal ausgleichen. Das kann auch ein Vorteil sein. Das kann aber auch wieder ein Nachteil sein, dass du dann in diesem einen Top-Satz über die Stränge schlägst. Also in dieser Hinsicht ist es sehr individuell. Ich denke, dieses Belastungsmanagement oder dass du die Qualität der Bewegung konservierst über die Sätze hinweg, ist für mich der Hauptgrund, um ein solches Schema auf eine Übung oder an einer Übung zu benutzen. Ich habe gerade so viele Gedanken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Top- und Downsets, soll ich das sagen? Am Ende des Tages sind sie ja nur ein Mittel, um eine möglichst hohe Reizqualität zu sichern. Ja, also für mich ist es nichts anderes, als eine hohe Reizqualität zu sichern. In dem Sinne, also falls jetzt jemand überlegt, was sind überhaupt Top- und Downsets, wird sicherlich auch viele Leute geben, so, ja, irgendwie habe ich schon mal gehört. Ein Topset ist halt etwas, wo du wahrscheinlich meistens eine höhere mechanische Last hast, auch niedriger im Wiederholungsbereich. Und ein Downset halt dann, ne, entsprechend ein höherer Wiederholungsbereich und eine geringere mechanische Last. Damit du halt möglichst viel qualitativen Reiz setzt, ja, und die Ermüdung halt in Zaum hältst, anstatt jetzt zwei sehr, sehr schwere Sätze zu machen. Ne? Das ist der Hintergrund, warum man das implementiert. Und einfach jetzt zwei oder drei Straight Sets zu machen, indem man diese Parameter halt gleich hält, ist für mich immer etwas, was ich mit Athleten erstmal etablieren möchte. Etablieren in dem Sinne, dass ich möchte, dass es ein Athlet schafft, erstmal minimal über zwei Sätze die Präzision, den Fokus und die Qualität so aufrechtzuerhalten, dass ich weiß, er ist in dieser Übung vom Setup so drin und auch von der Ansteuerung so drin, dass er das über zwei, sogar drei Sätze im besten Falle dann halten kann und das auch über eine Zeit lang produktiv tut in dieser Übung. Ja, und da muss das natürlich auch die Rep-Range angepasst sein an die Übung und so weiter, wenn das alles passt. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, genau, dass man sagt, okay, wir sind an dem Punkt, wo es ab dem zweiten Satz dann bergab geht, ja, dann ist das aus meiner Sicht ein sinniges Tool, das Top- und Downset zu nutzen. Aber es ist per se nichts, was einen Hypertrophie-Vorteil hat. Ja, und ich glaube auch, dass Top- und Downsets erst sinnig sind für Athleten, die halt schon ein gewisses Level an Präzision überhaupt ins Training einbringen können. Ja, und Präzision definiere ich halt darüber eine angemessene, absolute und relative Intensität, Konzentration, Fokus und wirklich eine hohe Reizqualität. Das ist für mich Präzision und da rede ich sogar selbst von mir. Da bin ich oftmals auch auf einem Niveau, wo ich mit mir selbst nicht zufrieden bin. Und wo ich auch ganz, ganz viele Athleten sehe, die vielleicht auch Top- und Downsets machen, die dieses Niveau noch gar nicht haben, dass sie das benötigen würden. Ja, also sie nutzen dieses Tool viel zu früh. Also es ist ja quasi wie eine Karte, die du ausspielen kannst. Und du nutzt sie sehr, sehr früh vielleicht oder zu früh in deiner Trainingskarriere. Und dieser Joker wird dir halt irgendwann fehlen. Das ist halt immer so meine Herangehensweise auch mit Athleten. Ich will das nicht zu früh machen. Es muss halt sinnig sein vom Schritt und dann müssen wir auch noch davon profitieren. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Trend jetzt. So sehe ich das. Es ist ein super Trend, glaube ich, jetzt gerade. Ne? High Intensity
wenig Sätze, wenig Volumen, viel Präzision, was ich grundsätzlich gut finde, wovon ich auch aktuell sehr, sehr profitiere in meiner Prep, einfach weil ich möglichst wenig Arbeit investieren möchte, um die fettfreie Masse zu halten. Also ich nutze das aktuell stärker, als ich es in der Offseason mache, auf jeden Fall. Also nicht unbedingt Top- und Down-Sets, aber die Menge an Sätzen, die ich verwende, um mein Trainingsvolumen für einen Muskel reinzubekommen. Bei welchen Übungen benutzt du Top- und Down-Sets? Ich denke mal beim Hip-Hinge, oder? Nein. Okay. Nein, weil dann, genau da brauche ich es halt nicht, weil ich mache halt eh nur zwei Sätze Beinbeuge und zwei Sätze ADRs. Okay. Da brauche ich kein Top- und Down-Set. Also das, weißt du, ich habe vier Sätze und wenn du mir dann erzählst, du brauchst sowohl beim Beinbeuger als auch beim ADL ein Top- und Down-Set, da musst du halt schon ein verdammt starkes Monster sein. Ja. Ne? Obwohl, dass das Sinn macht. Und das bin ich halt nicht. Und das kann ich auch, ich bin halt kein super starker Athlet von den Kraftwerten. Also brauche ich das auch nicht. Also macht es für mich auch keinen Sinn. Es kostet mich nur Kapazitäten. Wenn ich es machen würde, dann hätte ich zwei verschiedene Loads, zwei verschiedene Rep-Ranges und wieder viele Parameter, die ich immer gucken muss, dass sie passen. Das stresst mich in der Prep. Ich muss verschiedene Hanteln umräumen. Ich muss mich, verstehst du, in der Prep ist das unsinnig. Also für mich ist es unsinnig, weil es kostet mich Kapazitäten vom Denken, vom Tracken, vom Abgleichen, vom, ja, vom Anpassen. Die Kapazitäten werde ich am Ende nicht haben. Das wird mich auffressen. Das ist ja sehr interessant, dass du das sagst, weil das habe ich ja gerade auch angesprochen, wenn man etwas implementieren möchte, dass es immer funktioniert. Das ist ja jetzt eigentlich genau das, was ich gesagt habe, dass du darüber nachdenkst, was ist kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Genau. Und ich bin auch oft am Hadern bei mir, zum Beispiel ich trage immer Hack Squat ein, weil das bei meinen Notizen in meinem Handy schon eingespeichert ist. Das ist eine V-Squat, die ich über drei Sätze mache. Und das ist, es sind Straight Sets und ich bin in der Übung sehr stark und das ist eine extreme Ermüdung, die ich damit nehme. Aber trotzdem bin ich mit mir am Hadern, ob ich da Top- und Down-Sets mache, weil ich frage mich halt auch, ich möchte sehr kompetitiv werden, muss ich dann nicht auch die Fähigkeit besitzen, über drei Straight Sets in so einer ermüdenden Übung meine Leistung aufrechtzuerhalten? Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und dann hatte ich auch jetzt den Gedanken, wenn ich jetzt ein Downset mache, dann stelle ich mich doch gar nicht dieser Aufgabe, in diesen drei Sätzen so zu performen. Das ist bei mir auch gerade so ein Für und Wider. Wie entscheide ich mich da? Und ich glaube, ich bleibe bei den drei Straight-Sets. Das ist für mich unfassbar schwierig, im dritten Satz diese Qualität zu bringen, die ich im ersten Satz bringe. Mhm. Aber es ist auch irgendwie meine Aufgabe, finde ich. Also du kannst ja nicht einfach Top- und Down-Sets machen, wenn die Qualität leidet. Dann solltest du dir ja vielleicht erstmal darüber Gedanken machen, warum leidet die Qualität? Vielleicht sollte ich einfach mal im dritten Satz mich mehr anstrengen. So. Ja, du, definitiv. Also ich glaube auch, da geht die Meinung sehr stark auseinander, auch mit vielen Coaches, mit denen ich, wie soll ich das sagen, die ich sehr schätze. Da geht die Meinung sehr auseinander, dass ich sage, okay, Top- und Down-Sets machen sicherlich bei Compound-Lifts, also bei Grundübungen am ehesten Sinn. Und da benutze ich sie auch, wenn, meistens nur. Ja. Und das ist jetzt genau das, weil du das gerade sagtest. Es gibt viele Leute, die sagen, die machen es auch bei Isolationsübungen halt, um diese hohe Reizqualität und möglichst viel mechanische Last reinzuholen. Und genau das ist mein Gedankengang, weil du den jetzt auch gerade gebracht hast. Nee, sehe ich nicht so. Dort sollst du wirklich es auch schaffen, auch in dem zweiten, auch in dem dritten und vielleicht sogar auch in dem vierten Satz, beim Seitheben oder bei einem Bizeps-Curl die Qualität reinzubringen und auch, auch ohne Downset arbeiten zu können. Und dir diesen Joker halt wirklich aufzubewahren, bis du halt wirklich so fortgeschritten bist, dass du halt mit einem Satz Bizeps curlst, dein Bizeps so aus dem Leben schießt, ja, dass du Downsets brauchst, damit du überhaupt noch einen Curl machen kannst. So. Und das sind nicht so viele Athleten, glaube ich, wie ich. Ich habe tatsächlich bei einer Isolationsübung Top- und Downsets, das ist bei der Overhead Triceps Extension von Gym 80, wo du sagtest, die würdest du ja mal ausprobieren. Triceps ist was anderes. Außen vor, ja. Weil der einfach von einer auf die andere Wiederholung einfach ausgibt. Ja. Da bin ich völlig bei dir, da macht das Sinn, auf alle Fälle. Da, ja, absolut. Dann gehen wir weiter. Letzte Frage, sind Carbs Post-Workout wirklich so wichtig, wenn man sie auch schon Pre und Intra drin hat? Kommt, it depends, kommt drauf an, wieder auf deinen kalorischen Zustand, aktuell, in der Vergangenheit und in der Zukunft.
wenn du jetzt in meinem Stadium bist, das heißt, du hast lange Zeit ein relativ akutes Kaloriendefizit, dann ist es auch danach sehr, sehr wichtig für die Regeneration. Wenn du jetzt im Aufbau bist und ein Pre und ein Intra drin hast, dann ist es weniger wichtig, aber es ist natürlich genau der Moment, in dem du natürlich was verbraucht hast an Glykogen. Ja, das ist natürlich reingekommen vorher, es kommt im Training rein. Da geht es halt wieder darum, was überlegen wir uns, in welchem Moment haben wir sozusagen eine Partitionierung, das heißt, das, was an Nährstoff reinkommt, wird für welchen Stoffwechselprozess verwendet. Wahrscheinlich ist natürlich nach dem Training die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du davon profitierst, diese Kalorien so reinzukriegen, weil ja, die Aufnahme so ist, wie du sie dir vorstellst, nämlich, dass sie ja, die Glykogenspeicher füllt. Deswegen, es ist nicht super wichtig, im Aufbau weniger wichtig, im Kaloriendefizit halte ich es mittlerweile für sehr, sehr, sehr wichtig für die Regeneration. Macht einen riesen Unterschied aus. Wenn du das Intra rausnimmst, dann sogar super, super wichtig. Dann würde ich sogar sagen, dann ist das, ja, also Pre und Post, ich kriege diese Begrifflichkeit nochmal gern mal durcheinander in Instagram-Posts. Weißt du, ich bin immer so richtig so, okay, gibt halt keinen deutschen Begriff dafür. Aber die beiden Mahlzeiten, die würde ich in einer Diät immer als erstes als Fixum halten, also von der Menge der Kohlenhydrate und von der, auch von der Proteinzufuhr. Und wenn ich dann Kalorien reduzieren muss, dann nehme ich sie an anderen Mahlzeiten weg, morgens, abends, je nachdem, wann du trainierst, aber nicht um das Trainingsfenster herum, sondern dort erst in dem Moment, wo es nicht anders geht, weil du bei den anderen schon so viel reduziert hast. Das ist dann natürlich wieder so ein Anspruch, wo man sagt, okay, das ist halt schon sehr, sehr spezifisch, Bodybuilding und sehr, sehr nah am Optimum. Ja, da muss man halt wieder sehen, okay, wie viel will ich investieren? Wie viel bin ich bereit dafür, mein Mealtiming anzupassen an meinen Lebensstil, wenn ich dann abends halt nicht mehr groß essen gehen kann? Aber das ist dann wieder eine Frage dessen, wie plane ich mein Training, wie viele Trainingseinheiten habe ich und ich kann am Samstag halt trotzdem abends noch genügend Kalorien für Sushi-Essen aufgeben. Das ist dann wieder eine logistische Planungsfrage. Aber ja, ich würde das schon sehr, sehr wichtig als wichtig empfinden. Nicht maximal, aber schon wichtig. Ja, bin ich bei dir. Ja. Also, eat your carbs. Das habe ich übrigens auch in meiner ersten Diät stark vernachlässigt. Ja? Mhm. Du, ich habe das jahrelang quasi komplett vernachlässigt. Bin morgens trainieren gegangen, auf leeren Magen, habe dann irgendwie 300 Kalorien, 400 Kalorien gegessen und habe den Rest dann versucht, am Abend zu essen. Halt, ne? Optimal, da baust du nichts mit auf. Glaub's mir. Gut, ich glaube, wir sind durch, ne? Ja, zeitlich auf jeden Fall. Ja, Nils, irgendwelche weisen Worte zum Ende, wie immer? Ich hatte die Tage einmal richtig Stress, weil ich tracke mit Fat Secret. Mhm. Kennst du die App? Vom Namen, ja. Hab ich noch nie benutzt. Auf jeden Fall hast du da die Kategorie morgens, mittags, abends, Snacks, sonstiges. Und wenn ich dann zum Beispiel in Frühstück reingehe und etwas dazu, wenn ich etwas hinzufügen will, dann kann ich auch auf den Reiter zuletzt hinzugefügt gehen. Es gibt am meisten gegessen und zuletzt hinzugefügt. Und das ist ja mega geil, weil am meisten gegessen habe ich eigentlich meine Routinen drin. Und bei zuletzt hinzugefügt vielleicht mal etwas, was neu reingekommen ist. Ja? Aber das zuletzt hinzugefügt bezieht sich nur auf das zuletzt hinzugefügte beim Frühstück. Es wäre ja absolut scheiße, wenn da auch noch die Mahlzeiten sind, die ich am Abend zuletzt hinzugefügt habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das haben die kurzzeitig geändert und ich habe einen Kotzkrampf gekriegt. Dann bin ich nämlich bei Sonstiges reingegangen, irgendwie am Samstag und dachte mir so, ja, ich habe heute irgendwie das spontan neu gegessen, was ich ja auch gestern spontan neu gegessen habe. Also gehe ich da rein und dann sehe ich bei zuletzt hinzugefügt mein Frühstück. Das hat mich so unfassbar aufgeregt und jetzt haben die es wieder geändert. Und das hat mich so gefreut. Das ist ja schon ziemlich pedantisch, aber da werden sich ja viele aufgeregt haben, wenn sie das so schnell wieder angepasst haben. Vielleicht, aber, egal, ja. Aber es ist aber auch so ein richtig geiles System, weil du hast halt das am meisten gegessen,
Ganz einfach. Und du hast halt das zuletzt hinzugefügt. Das ist Perfektion und das haben die halt kurz. Ja, ist auf jeden, sogar besser, ist auf jeden Fall besser als MyFitnessPal. Okay. Ich habe MyFitnessPal noch nie benutzt. Nee, also MyFitnessPal machst du es einfach so, du kannst natürlich am Tag die Mahlzeit vom Vortag quasi einfach in diese Mahlzeit kopieren. Ne? Also du kannst rüberwischen und sagen Mahlzeit vom Vortag. Mehr aber auch nicht, du kannst da nicht auswählen, verschiedene Mahlzeiten und so. Oh. Also. Ich kann sogar bei FatSecret kann ich Mahlzeiten kreieren für mittags, morgens, abends. Also das kann ich auch machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig Sushi essen gehen würde, könnte ich auch Sushi 1 kreieren. Weißt du, was ich meine? Und da sind dann die einzelnen drin. Also es ist echt cool. Und du hast halt noch einen Barcode-Scanner, aber den wirst du ja auch bei MyFitnessPal haben. Ja. Du kannst da auch Mahlzeiten erstellen und so weiter. Das klappt alles. Ja. Ich werde sowieso nie wieder wechseln, weil ich schon irgendwie keine Ahnung, seit 10 Jahren MyFitnessPal benutze. Ja, ist ja bei mir auch so. Da gehst du halt nicht wieder von weg. Ja, cool. Wie immer der Aufruf, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Immer gerne. Was wir eigentlich auch mal machen können, ist, dass die Leute, wenn sie Fragen haben für den nächsten Podcast, die gerne unter dieses YouTube-Video stellen. Weil dann ne, kommt da Interaktion, dann passiert da was. Also schreibt zukünftige Fragen gerne unter das YouTube-Video, auch wenn ihr es jetzt im Podcast gehört habt. Abonniert auch den YouTube-Kanal, lasst ein Like da und ja, supportet das Ganze. Freuen wir uns. Und ich glaube, das war's für diese Woche. Ne? Oh. Ja. In dem Sinne, bis zur nächsten oder übernächsten.